Sehr geehrter Herr Professor Goltschewski, lieber Hermann Kuhn, liebe Gäste, mein Name ist Tanja Beermann, ich bin die Leiterin der Europaabteilung bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa der Freien Hansestadt Bremen und als solche auch in gewisser Weise hier im Europapunkt verankert, der ja zu unserer Abteilung gehört. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier begrüßen kann bei dieser Veranstaltung mit dem Titel Orthodoxie und Aufklärung, Zionismus und Sozialismus, Verfolgung und Aufbruch der ukrainischen Judenheit um 1900. Ich freue mich besonders, dass diese Veranstaltung heute Abend hier stattfinden kann, weil es für mich ein Zeichen ist, dass Bremen die Umsetzung der EU-Strategie gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, die die Europäische Kommission im Herbst 2021 herausgegeben hat, ernst nimmt. Wir haben also auch als Europapunkt und als Europaabteilung in diesem Zusammenhang schon mehrere Veranstaltungen gemacht. Einmal haben wir die Strategie am 9. November hier in diesen Räumen vorgestellt. Wir haben dann auch noch zwei weitere Veranstaltungen, insbesondere mit Schülerinnen und Schülern, zu dieser EU-Strategie gemacht. Eine dritte ist in Vorbereitung. Aber auch die Europa-Union hat sich dem Thema gewidmet und hat die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein, nach Bremen eingeladen. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil mein Standort ja eigentlich Brüssel ist. Aber nach dem, was ich gehört habe, war auch das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ich finde es wichtig, weil eben gerade die Strategie auch diesen Doppelcharakter hat und sie läuft bis 2030. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp 8 Jahre, um sie weiter umzusetzen. Und der Doppelcharakter besteht eben darin, einerseits Antisemitismus zu bekämpfen, aber andererseits auch nicht aus dem Blick zu führen, zu verlieren, dass es auch um die Förderung jüdischen Lebens geht in Europa. Und ich glaube, da können wir alle dazu beitragen, um sicherzustellen, dass das Judentum mit dem, was es allen Menschen bietet, wie viele Religionen und auch Lebensweisen, denen sich Menschen verpflichtet fühlen, einfach auch für alle anderen Menschen Chancen bieten und man deswegen sich mit diesen Religionen, mit den damit verbundenen Lebensweisen, mit den Traditionen und mit der Geschichte auseinandersetzen sollte, einfach weil man selber unglaublich viel davon profitieren kann. Das habe ich jedenfalls an mir festgestellt. Ich vermute, bei Ihnen ist es genauso. Damit bin ich eigentlich auch mit meinen einführenden Worten schon zu Ende und würde das Mikrofon weitergeben an Hermann Kuhn. Danke Ihnen allen nochmal für Ihr Kommen. Ganz herzlichen Dank, Frau Beermann. Verehrte Gäste, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich möchte meine kurze Einführung auch beginnen mit dem Ort der heutigen Veranstaltung. Dieser Europapunkt ist ja seit gut knapp 20 Jahren Ort der Information und der Diskussion über Europa und natürlich vor allen Dingen über die Politik und die Zukunft der Europäischen Union. Aber wir, und ich glaube, ich kann das mit wir sagen, weil ich lange hier auch aktiv mit dabei gewesen bin, waren immer bemüht, Europa über die EU hinaus als geografische, politische und kulturelle Einheit zu sehen. Aber in diesem Jahr mussten wir sehr schmerzhaft feststellen, dass unser Blick lange Zeit und viel zu lange Zeit doch sehr beschränkt gewesen ist. Für Belarus und für die Ukraine haben wir uns wenig interessiert, mit dem Ergebnis, dass wir viel zu wenig über diese Nation gewusst haben und bis heute wissen. Also fangen wir mal heute klein an. Es haben übrigens auch heute die Abgeordneten des Deutschen Bundestages so gesehen und festgestellt, diesen Mangel an Wissen, die nach 90 Jahren endlich den Holodomor in der Ukraine als Völkermord angesehen haben. Der Holodomor, die millionenfache Tötung von Menschen, vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen in der Ukraine durch Verhungern. Wir haben also viel nachzuholen im Erkennen und Verstehen
dass die Ukraine und auch Belarus, und Belarus ist einfach eine Tragödie auch, dass wir da nicht mehr so hinsehen, das wird alles überschattet von den schrecklichen Ereignissen der Ukraine, also dass beide Länder ein Teil Europas sind, Teil der europäischen Geschichte und Kultur mit allen ihren Höhen und Tiefen. Dazu möchten wir aus unserer Kompetenz heraus gerne einen Beitrag leisten mit dem heutigen Vortrag. Es geht um Ereignisse, ohne die die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert nicht zu verstehen ist, die aber auch, und das glaube ich, wird auch deutlich werden, mit der Geschichte oder der Vorgeschichte Israels in vielerlei Hinsicht verbunden sind. So wie Geschichte und Kultur der Ukraine bei uns wenig bekannt sind, so ist auch die wissenschaftliche Expertise dazu in Deutschland sehr rar. Umso mehr freuen wir uns, dass wir einen der wirklich wenigen Kenner in Deutschland gewinnen konnten, Professor Frank Golczewski aus unserer großen Schwesterstadt Hamburg. Herzlich willkommen in Bremen, Herr Golczewski. Und vielen Dank, dass Sie den mühseligen Weg durch den Stau um den Weihnachtsmarkt genommen haben. Kurz zu Ihnen. Herr Golczewski ist kurz nach dem Krieg in Polen geboren, in Katowice. Nach dem Studium der Geschichte und Slawistik dann schon hier in der Bundesrepublik, hat er nach verschiedenen Lehrtätigkeiten ab 1983 eine Professur an der Universität der Bundeswehr Hamburg inne gehabt und dann von 1994 bis 2014 an der Universität Hamburg, an der auch nach seiner Emeritierung noch vielfältig tätig gewesen ist und ich glaube sogar noch ist. Ich möchte von seinen zahlreichen Veröffentlichungen zwei nennen. Einmal die polnisch-jüdische Beziehung 1881 bis 1922, eine Studie zur Geschichte des Antisemitismus in Europa und dann die Schrift Deutsche und Ukraine 1918 bis 1939. Also ein ausgewiesener Fachmann, der uns helfen wird, diesen ersten Schritt der Kenntnisse in die Geschichte, in die lange, komplizierte und verwickelte Geschichte der Ukraine, natürlich mit besonderem Schwerpunkt auf die Judenheit in der Ukraine zu machen. Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Das geht ohne Mikro, oder? Ich habe ein Mikro hier. Wir haben da. Ja, aber für den Raum geht es ohne Mikro, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man mich hört. Um vielleicht noch daran anzuschließen, was Herr Kuhn eben gesagt hat, die Bedeutung im Grunde des osteuropäischen Judentums, gerade für Deutschland, besteht ja... Entschuldigen Sie bitte, können Sie mich ein Mikrofon nehmen? Also ja, dann machen wir es doch so. Dann machen wir es doch so. Können Sie mal einfach an, ich Danke. Steuere das mal. So, bin ich jetzt verständlich? Ja. Ja? Okay. Ja, also fange ich nochmal an, im Anschluss an das, was Herr Kuhn eben gesagt hat, die Bedeutung im Grunde des osteuropäischen Judentums heute, nach der Shoah, aber eben halt auch vorher. Denn ich glaube, nur wenigen ist eigentlich so richtig bewusst, dass das osteuropäische Judentum eigentlich ein deutsches Judentum ist. Das sind diejenigen Juden, die im Mittelalter vom 14. bis zum 16. Jahrhundert aus Deutschland, aus den deutschen Staaten vertrieben worden sind, die von Polen aufgenommen wurden und bei der Teilung Polens im 18. Jahrhundert in die umliegenden Staaten entsprechend hereinkamen. Das heißt, im Russischen Reich gab es im Grunde genommen bis zur Teilung Polens, also bis zum 18. Jahrhundert, praktisch keine dort lebenden Juden. Das sind alles im Grunde genommen die, die dahin gekommen sind. Und man merkt es im Grunde noch daran, dass die alltägliche Umgangssprache der Juden, das Jiddisch, letztlich eben eine Spielart des Deutschen mit ungefähr 20% hebräischen bzw. slawischen Worten darin ist. Das Hebräische war bis zum Zionismus, also bis zum 19. Jahrhundert im Grunde genommen eine reine Ritualsprache, vergleichbar mit dem Latein in der katholischen Kirche im Westen. Und was ich heute im Grunde genommen machen möchte, vielleicht können wir jetzt in die PowerPoint-Präsentation hineingehen. Ja, perfekt.
ist das, was wir heute uns eigentlich vorgenommen haben, ist natürlich das, was hier als Überschrift steht, im Grunde genommen die Vielgestaltigkeit des Judentums, des osteuropäischen und des ukrainischen Judentums, die ja im Grunde nicht voneinander so stark zu trennen sind, am Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber um das entsprechend würdigen zu können, muss man auch die Vorgeschichte sich anschauen, sonst versteht man eigentlich gar nicht, was sich da entwickelt hat, auch im Lichte dessen, was ich Ihnen ebenso in meinem ersten Satz über die Verbindung nach Deutschland oder von Deutschland über Polen in die Ukraine gesagt habe. So. Der Staat Ukraine, wie wir ihn heute kennen, wie Sie ihn hier sehen, in seiner legalen Ausdehnung, also auch mit den Territorien, die inzwischen von Russland annektiert worden sind, ist im Grunde genommen ein künstliches Gebilde. Ein künstliches Gebilde, das auf den Resten der Kiewer Rus und verschiedenen Teilen des Landes entstanden ist, die sehr lange, lange Jahrhunderte zu anderen Staaten gehört haben und damit die entsprechende, Qualität dieser anderen Staaten angenommen haben. Das erklärt, dass im Westen der Ukraine neben Polnisch und Ungarisch eben ukrainisch gesprochen wird, während im Osten, wo im 19. Jahrhundert die ukrainische Sprache durch Russland ausdrücklich verboten war und nicht unterrichtet werden durfte, nicht publiziert werden durfte, eben eher Russisch gesprochen wird. Das heißt, das sind im Grunde genommen, wir haben im Grunde genommen eine Situation, die wir historisch also in der Zeit erklären können. Und wir finden das, und das ist eigentlich erst einmal ganz wichtig, auch wenn es Ihnen möglicherweise gar nicht wichtig vorkommt. Sie würden, wenn Sie vom 19. Jahrhundert sprechen wollen oder vom 20., nicht unbedingt ins 14. hineingehen. Aber in dem Fall muss man das, weil dieses Gebiet, das ich eben auf dieser Landkarte gezeigt habe, Moment, ich hole mal eben. Im 14. Jahrhundert, nach dem Zerfall der Kiewer Rus, zu zwei Staaten gehört. Sind wir hier mit den beiden? Nee, ich habe. Das sieht man ja auch, dass der Pointer ist da. Nämlich der westliche Teil, das, was wir heute als Galizien bezeichnen würden, gehörte zur Krone Polen. Das ist dieses rötliche Gebilde hier. Und der östliche Teil, was die meisten eigentlich eben nicht wissen, gehörte zu Litauen, zum Großfürstentum Litauen, wobei das Großfürstentum Litauen eine litauische Dynastie hatte, aber als Sprache, als Umgangssprache im Grunde genommen eine ostslawische Sprache. Das heißt, das ist im Grunde genommen die Ukraine und in diese polnische Ukraine kommen bereits im 14. Jahrhundert seit Kasimir dem Großen aus Deutschland vertriebene Juden und siedeln sich dort an, werden dort vom polnischen König willkommen geheißen, weil er mit ihnen eigentlich, wir würden heute sagen, er suchte Facharbeiter, mit ihnen im Grunde genommen das Land entwickeln will und weiß, dass sie mit modernen Fähigkeiten kommen. Es betraf natürlich nicht nur die Juden, auch die deutsche sogenannte Ostkolonisation betrifft deutsche Bauern, die eben halt mit westlichen modernen Methoden kamen und deswegen von den polnischen Fürsten und vom polnischen König angenommen wurden. Es folgt ein Ereignis, 1569, die sogenannte Union von Lublin. Aus Gründen, die ich jetzt hier gar nicht darstellen will, braucht Litauen die Hilfe Polens gegen Moskau, gegen Russland. Und Polen leistet Litauen die Hilfe gegen Russland und möchte bitte schön dafür bezahlt werden. Und wird dafür bezahlt, womit? Mit der Ukraine. Die Ukraine wandert in dieser Union von dem litauischen Staat in den polnischen Staat hinein
Und in Polen, Sie erinnern sich, was ich eben gesagt habe, sind die Juden aufgenommen worden als Modernisierer. Der polnische König verteilt nun das Land, das er da gerade bekommen hat, ohne die alten Titel der einheimischen Bevölkerung zu berücksichtigen, an seine Adligen. Und die Adligen haben, ich drücke das mal ein bisschen flapsig aus, keine Lust, in diesem wilden Land da irgendwo im Osten zu leben und lassen ihre riesengroßen Güter durch Juden verwalten. Durch Juden, die im polnischen Staat schon längst etabliert sind. Und diese Juden, die eben halt diesen Staat verwalten, was machen sie, was bedeutet eigentlich verwalten in dieser Zeit? Sie sind diejenigen, die Steuern und Abgaben von der einheimischen Bevölkerung für die Adligen eintreiben. Und damit sind sie für die Einheimischen eigentlich böse, weil sie gehören im Grunde genommen zu der feudalistischen Ausbeutung. Und damit können wir im Grunde genommen erklären, dass 1648 in einem anderen Zusammenhang, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte, im Rahmen eines Kosakenaufstands, die Bauern in der Ukraine sich mit den Kosaken zusammenschließen und gegen die sie ausbeutenden Polen einen Aufstand unternehmen. Der findet 1648 statt und besteht angesichts dessen, dass man die polnischen Adligen, die die eigentlichen Ausbeuter sind, nicht greifen kann, richtet er sich gegen die Verwalter, also gegen die Juden. Und es ist im Grunde im 17. Jahrhundert schon so, dass der Buchdruck, der Zeitungsdruck entwickelt ist. Und das ist im Grunde genommen das erste Massaker an Juden. Die Zahlen schwanken ein bisschen. Es ist, glaube ich, legitim zu sagen, dass von den etwa 40.000 Juden, die zu dieser Zeit in der Ukraine leben, etwa 20.000 ermordet werden. Also ungefähr die Hälfte. Das ist im Grunde genommen die erste Nachricht von einem Judenmassaker in Osteuropa, die durch ganz Europa als eine Nachricht verbreitet wird. Und sie hat eine Funktion. Sie hat die Funktion, dass von da an die Kosaken, Chmelnytskyj, der Führer der Kosaken der damaligen Zeit, als die geborenen Judenfeinde gelten, als die Antisemiten par excellence. Und von daher ist es schon so, dass wir auf der einen Seite sehen, dass diese historische Figur, Bohdan Chmelnytskyj, von den Juden als riesengroße Gefahr gesehen wird, was eben in diesem Buch von Nathan Hanover auf Hebräisch verbreitet wird, Buch über den tiefen Schlamm, der dort entstanden ist, in Venedig, also dort, wo Juden noch in Westeuropa leben können, während er für die Ukraine ein Nationalheld ist, der sich gegen die Polen aufgelehnt hat und so ähnlich wie das mit den ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg der Fall ist, in der Tradition von den Judenmorden mehr oder weniger gereinigt und man redet nicht darüber. Das heißt, wir haben schon hier eine wechselhafte Interpretation der Geschichte, je nachdem, von wem sie da eigentlich ausgeht. Die Ukraine, das ukrainische Gebiet wird in den darauffolgenden Jahren, Jahrzehnten in laufenden Kriegen zwischen Polen und Russland immer weitergehend von Russland eingenommen. Wir haben hier eine Briefmarke aus dem Jahre 1954 zur 300-Jahr-Feier des sogenannten Vertrags von Perjaslav, in dem derselbe Chmelnytskyj hier ein Abkommen mit den Moskowiter Zaren abgeschlossen hat und ihm sein Land unterstellt hat. Das ist etwas, was in
national-ukrainischen Kreisen abgestritten wird. Und es kann deswegen abgestritten werden, weil praktisch alle Unterlagen, die wir aus dieser Zeit haben, Fälschungen sind. Mal für die eine Seite, mal für die andere Seite. Aus der russischen Perspektive, und dafür ist diese Briefmarke 1954 erschienen, ist diese Marke zum 300. Jahrestag der Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland ausgegeben worden. Wiedervereinigung, weil dieses Gebiet in der Kiewer Rus aus der russischen Perspektive zu Russland gehörte und aus der Perspektive der russischen Geschichte dann von fremden Mächten zeitweise besetzt worden ist und dann 1654 wieder zurückgekommen ist. Es ist aber nicht nur 1654 zurückgekommen, sondern es ist im Grunde genommen immer weiter Russland anheimgefallen. Hier haben Sie die Situation im Jahre 1661. Das ist ein Vertrag, der zwischen Moskau und Warschau geschlossen worden ist. Und da wurde die Ukraine entlang des Dnieper, also entlang dieses Flusses hier in der Mitte geteilt, westlich davon Polen, östlich davon Russland. Auch hier haben Sie wieder einen Grund dafür, warum wir eine unterschiedliche Geschichte in Teilen der Ukraine haben, eben durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Staaten. Die russische Herrschaft wurde nicht als Fremdherrschaft empfunden. Die polnische schon. Und deswegen gibt es gegen die polnische Herrschaft eine Aufstandsbewegung von ukrainischen Bauern, die sich Heidamaken nennen und die im Grunde genommen in der ukrainischen Tradition so dargestellt werden, wie Robin Hood. Das heißt, sie nehmen es von den Reichen, sprich den polnischen Adligen, sprich von denjenigen, die etwas haben und verteilen es an die armen, unterdrückten Bauern. Nur die Adligen sind immer noch nicht da. Das heißt, gegen wen richten sich die Heidamaken? In erster Linie gegen Juden. Und sie unternehmen unterschiedliche Massaker. Und das schlimmste Massaker ist 1768, das Massaker von Umań. Und auch dieses Massaker wird in der ukrainischen nationalen Tradition als etwas Heldenhaftes gesehen. Ich habe Ihnen hier die englische Übersetzung, weil ich einfach da annehme, dass die wenigsten von Ihnen ukrainisch sprechen. Die englische Übersetzung des Gedichts von Taras Schewtschenko, das ist vorsichtig ausgedrückt der ukrainische Goethe, an die Wand geworfen, in dem dargestellt wird, wie in diesem Gedicht die Polen sich mit den Juden verbünden und dann im Grunde genommen die Befreiung dadurch passiert, dass man sich von den Polen und den Juden befreit, indem man sie totschlägt. The dawn, they would be dead. Am Morgen werden sie tot sein. Und die Polen schlafen bald, aber die Juden blieben wach. Und dann schlafen sie doch und so schlafen sie und sie mögen für immer schlafen. Und der Kosake des alten Willens wird wieder auferstehen. Der Hetman wird auferstehen und so weiter und so fort. Keine Juden und keine Polen. Das ist im Grunde genommen die Ideologie des 18. Jahrhunderts, die von Taras Schewtschenko positiv dargestellt wird. Ich erzähle Ihnen das, um Ihnen zu zeigen, auf welche Art und Weise die Entfremdung zwischen Polen und zwischen Ukrainern und Juden eben vor der Zeit, mit der wir uns eigentlich beschäftigen wollen, stattgefunden hat und auf welche Art und Weise die im Grunde genommen zustande kommt. Das 18. Jahrhundert ist nicht etwa nur in der Ukraine
eine Zeit, in der die Juden verfolgt werden, sondern es ist auf der einen Seite eine Phase, in der eine erste Annäherung in Gestalt der Haskalah, in Gestalt der jüdischen Aufklärung stattfindet, auf der anderen Seite aber etwas, was im Grunde genommen eine heftige Veränderung in der europäischen Welt bedingt. Und auch das können wir eigentlich nachvollziehen. Für mich ist das, ich erzähle das immer meinen Studenten mit großer Begeisterung, wenn sie nach irgendetwas gefragt werden aus dieser Zeit, sagen sie immer Französische Revolution. Das stimmt meistens. Die Französische Revolution ist aber im Grunde ein Endpunkt. Sie ist im Grunde ein Endpunkt, in dem die sich vorher entwickelnde Periode der Aufklärung, der nicht mit des endenden Glaubens an das Gottesgnadentum der Monarchen eine Rolle spielt. Und das ist etwas, was im Grunde genommen eine riesengroße Bedeutung hat, weil es nämlich etwas Neues bringt. Und wir alle wissen, mit Neuem kann die Menschheit nicht unbedingt immer wunderbar umgehen. Oder zumindest ein Teil der Menschheit nicht. Und deswegen haben wir in dieser Zeit ein Aufkommen von unterschiedlichen Strömungen, nicht nur innerhalb des Christentums, nicht nur innerhalb der unterschiedlichen weltlichen Überlegungen des Sozialismus und so weiter und so fort, alles, was in der Richtung läuft, sondern auch im religiösen Judentum. Und in diesem religiösen Judentum kommt eine neue Zeit, die letztendlich versucht, sich von der alten zu lösen. Das ist der Hasidismus, also die Bewegung der Frommen. Ich werde darauf gleich noch eingehen. Das sind messianische Strömungen, die im Endeffekt zum Christentum übergehen, aber von ihm keineswegs angenommen werden. Und das ist die Säkularisierung, die weltliche Aufklärung der Haskalah. Diese Folgen haben außerdem, also diese Verwerfungen haben außerdem als Folge die Auswanderung der Juden aus dem Russischen Reich, aber nicht nur aus dem Russischen Reich, sondern auch aus anderen Gebieten und der Weg zu drei Bewegungen, ich nenne jetzt mal nur drei, die sozusagen als eine neue, relativ siegreiche Form des Umgangs mit der neuen Zeit aufkommen. Das ist der Zionismus als jüdischer Nationalismus. Das ist der Sozialismus, zu dem ich, glaube ich, nicht viel sagen muss, weil wir den kennen. Und das ist die Assimilation, das heißt das Verlassen der jüdischen Tradition und die Hinwendung zu einer weltlichen, an die Mehrheitsbevölkerung angenäherte kulturelle, kulturelle Gestalt. Das genaue Gegenteil davon ist der Hasidismus, eingerichtet von Israel ben Eliezer, Baal Shem Tov, dem Herrn des guten Namens, das heißt Baal Shem Tov. Der gute Name ist der Name Gottes, den man ja nicht aussprechen darf, der eben halt nur als guter Name bezeichnet wird. Der Hasidismus löst sich von dem in Teilen des Judentums weiter fortbestehenden Torah-treuen religiösen Element, indem er erklärt, es gibt außer der Tora, außer den jüdischen Gesetzen, außer der Befolgung der Gesetze, auch eine mystische Welt, in der man eine enge Verbindung zu Gott erreichen kann. Wenn Sie sich das vorstellen wollen, was das ist, dann denken Sie einfach an die evangelikalen Christen. Das ist im Grunde genommen die gleiche
Basis, nur eben halt auf der Basis einer anderen religiösen Grundlage. Aber es ist die Vorstellung, dass man sich in Ekstase versetzen kann und in dieser Ekstase eigentlich sich Gott nähert. Und das ist etwas, was wir eigentlich mit der Gesetzesreligion des Judentums nur sehr schwer in Verbindung bringen können. Es ist, wenn Sie so wollen, die französische Revolution des Judentums. Eben, dass man sagt, das wollen wir nicht mehr, das reicht nicht, wir müssen etwas anderes hier haben. Musik, Ekstase, Gemeinschaftserlebnis, eine charismatische Führung durch Tzaddikim, durch Heilige, das sind die, die wir als Wunderreben manchmal kennen, die sich anmaßen, Wunder vollziehen zu können und so weiter und so fort. Und sie stehen in einem kontinuierlichen Streit mit den Mitnagdim, mit den gesetzestreuen Juden, die ihr Zentrum in Vilna haben, also im heutigen Litauen, während der Hassidismus sich aus der Ukraine entwickelt. Und wir können, glaube ich, das ist jetzt natürlich eine Interpretation von Historikern, sagen, dass die Verfolgung der Juden in der Ukraine sie im Grunde genommen in diese mystische Bewältigung ihres irdischen Schicksals hineingebracht hat. Das heißt, sie alle werden wahrscheinlich im Grunde genommen den Hasidismus kennen, ohne zu wissen, dass sie ihn kennen. Denn das, was normalerweise in Deutschland nicht von den Gemeinden, wohl aber, ich sage es mal vorsichtig, von der Kulturszene verkauft wird als Judentum, ist eigentlich Hasidismus. Also Klezmer und ähnliches, Musik und die Vorstellung von jüdischer Mystik, von Kabbalah, von wie auch immer gearteten schwärmerischen Richtungen. Der Hasidismus, wir haben eben schon gesehen, konzentriert sich auf charismatische Persönlichkeiten. Die ganzen Rabbinerwitze, die es gibt über die weisen Rabbiner, kommen alle aus dem Hasidismus, kommen also nicht aus dem toratreuen Judentum, wo es sowas eigentlich nicht gibt. Und diese Dynastien von Rebbes, die zum Teil noch nicht mal eine theologische Ausbildung haben, schaffen im Grunde genommen Gemeinden, die man ohne weiteres auch vergleichen kann mit den Bhagwan-Schülern, die aus Indien eben halt ihre Gruppierungen um sich scharen. Und sie bauen sich auch Paläste. Ich habe Ihnen hier den von Zadagora in der Nähe von Czernowitz in der Bukowina in der Ukraine gezeigt. Das heißt, wir haben es hier im Grunde genommen mit einer sehr spannenden und häufig missdeuteten kulturellen Entwicklung des Judentums zu tun. Es gibt aber auch noch andere. Es gibt, ich hatte das eben angesprochen, messianische Richtungen. Und die betreffen zum Beispiel auf der einen Seite in der Türkei, in Smyrna, Sabbatai Zvi, einen schwärmerischen Menschen, der sich für den Messias hält und in seiner Nachfolge entsteht oder gibt es dann im östlichen Polen bzw. in der Ukraine Jakob Frank, der ebenfalls für sich in Anspruch nimmt, dass er erleuchtet ist, dass er hat nichts mit Hasidismus zu tun, dass er im Grunde genommen der Messias ist und dass er als Messias im Grunde die Juden in eine neue Zukunft führen will. Diese Zukunft liegt für ihn im katholischen Christentum. Das heißt, er tritt über und sagt, da die Christen tatsächlich von der Ankunft des Messias durchaus überzeugt sind, könnte er da reüssieren, tut er aber nicht. Die katholische Kirche lehnt ihn genauso ab, wie das Judentum ihn ablehnt, und er stirbt unter relativ
negativen Vorzeichen. Dass das eigentlich dabei interessant ist, ist, dass dies eskapistische Versuche sind, aus der strikten gesetzlichen Welt des orthodoxen Judentums auszutreten, auszubrechen. Der Frankismus als Beispiel des Messianismus zeigt seine charismatische Führung. Er identifiziert sich selber als die Wiederkehr des Messias, auf den die Juden ja warten. Und er erklärt im Grunde genommen, ja, er sei dann eigentlich auch eine Wiedergeburt Jesu. Damit kommt er im Grunde genommen in diese Tradition hinein. Er konvertiert zum Christentum und nimmt im Grunde genommen, schafft sich eigentlich eine eigene Religion, indem er einen unbekannten guten Gott über dem unvollkommenen Weltschöpfer annimmt. Das heißt, er kann auf dieser Grundlage die Welt als etwas Negatives bezeichnen und den Weltschöpfer auch als etwas Negatives, und er ist sozusagen noch darüber hinaus eigentlich eine Figur, die hier eine Rolle spielt. Diese Bewegungen, sowohl der Hasidismus als auch der Frankismus oder der Messianismus, sind im Grunde genommen Bewegungen, die in Sackgassen hineinführen. Der Hasidismus, der eigentlich in seiner orthodoxen Interpretation, die das Torah-Studium ursprünglich ablehnte, hat sich inzwischen, und das spielt in Israel natürlich eine Rolle, mit den Torah-treuen Juden verbündet und bildet im Grunde genommen einen gemeinsamen religiösen Block, in dem die Interessen eigentlich ähnlich ausgerichtet sind. Ziemlich anders ist ein weiterer Versuch des Ausbruchs aus diesem alten System des orthodoxen Judentums, und das ist die Haskalah, die Aufklärung. Die Aufklärung, die in Preußen eines der Zentren hat, davor schon in Frankreich, und die Sie sicherlich kennen und mit dem Namen von Moses Mendelssohn in Verbindung bringen können. Letztlich ist die Aufklärung der Versuch, die jüdische Religion aus ihrer orthodoxen Einbindung in einen reinen formalen Gesetzeskult herauszulösen und in einen europäischen Kontext zu stellen. Das heißt also, als eine dem Christentum gleichwertige Religion, die nicht sozusagen mit, wenn man so will, eher formalen Kriterien in Verbindung gebracht wird, sondern die auf die moderne Welt eingestellt ist. Und die Einstellung zur modernen Welt ist die, dass man Staat und Religion, Politik und Religion, die in der Orthodoxie miteinander eng verbunden sind, die ja auch im Mittelalter miteinander eng verbunden waren, trennt. Und sich als Anhänger einer Säkularisierung sieht, wobei in dieser Säkularisierung, also in der Verweltlichung, die Religion zur Privatsache jedes Einzelnen wird. Also nicht mehr im Grunde genommen das Gegenteil von dem Gemeinschaftsgefühl, das wir bei den Hasiden sehen, hier im Gegenteil eine Individualisierung des jeweiligen Zugangs zur Religion, wobei der relativ gleichgültig ist. Neben der Trennung dann auch die Toleranz, die gegenseitige Toleranz. Das ist natürlich auch der Versuch, das Judentum irgendwie zu retten, weil die Christen bedurften nicht unbedingt der Toleranz der Juden, aber umgekehrt schon, ja. Die Gleichberechtigung der Juden und eben halt die Umwandlung des im Staat, das heißt, im Staat sollten die Juden die gleichen Rechte haben wie die Nichtjuden. Was man daran auch darstellen kann, ist, dass wir sehen, wie sich diese Entwicklungen aus Westeuropa nach Osteuropa durch
ziehen. Sie sind in Frankreich vor Preußen. Sie sind in Preußen, bevor sie nach Polen bzw. nach Russland kommen. Sie sind also im Grunde genommen im 18. Jahrhundert in Preußen angelangt und im 19. dann in Russland und damit auch gleichzeitig in der Ukraine. Sie sind letztendlich, und deswegen muss ich darauf hier eingehen, die Grundlagen der nicht religiösen Strömungen im Judentum Russlands und damit auch gleichzeitig im Judentum der Ukraine. Die Haskalah kommt dabei vor allen anderen Richtungen, die aus Westeuropa kommen. Ich habe hier einige Vertreter genannt, die im 18. bzw. im 19. Jahrhundert aktiv gewesen sind. Der letzte, Menachem Mendel Levin, schon im 18. Jahrhundert, die anderen im 19. Jahrhundert, die sich im Grunde genommen mit der eigenen Religion, mit der jüdischen Religion als einer Wissenschaft, als einer kulturellen Erscheinung beschäftigen, nicht mehr unbedingt als einer Offenbarung, wie es, oder einer gesetzlichen Regelung, wie es in anderen Gebieten der Fall ist. Jetzt müssen wir noch einmal in die allgemeine historische Entwicklung hineingehen. Sie haben auf der linken Seite eine Karte, die die Teilungen Polens im 18. Jahrhundert zeigt. Und das grüne Gebiet kommt zu Russland. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Das braune Gebiet kommt zu Österreich. Und während in Österreich die Juden im Laufe der Zeit eigentlich eine weitgehende, nicht komplette, aber weitgehende Gleichberechtigung mit den anderen Nationalitäten in Österreich haben, geschieht dies in Russland nicht. Was in Russland passiert, sehen Sie auf der rechten Seite in der Karte, nämlich die Einverleibung der polnischen Gebiete mit den Juden geschieht während der Regierungszeit Katharinas II. Katharina will zunächst einmal die Juden, die sie aus dem Erbe des polnischen Staates letztlich übernommen hat, als gleichberechtigte Untertanen behandeln und kriegt dabei Gegenwind von russischen Händlern und russischen Beamten, die fürchten, dass sie da eine böse Konkurrenz bekommen. Und daraufhin wird in Russland der sogenannte Ansiedlungsrayon gebildet, Tscherta Asiedlisti. Und das bedeutet, dass nur auf dem Gebiet, das hier gelb gekennzeichnet ist, Juden ohne weiteres leben dürfen. Und Sie sehen, diese Gebiete umfassen die ehemals polnischen Gebiete, nämlich die Ukraine, Weißrussland, das Königreich Polen und die litauischen Gebiete. Außerhalb dieses Rayons dürfen nur Händler der ersten und zweiten Gilde, Akademiker, jüdische Akademiker und Juden leben, die den russischen Militärdienst hinter sich gebracht haben. Und das bedeutet, dass in diesem Gebiet letztendlich die meisten Juden im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt sind. Und dieses Eingesperrtsein gilt bis zum Ersten Weltkrieg, also bis zum Zerfall des russischen Imperiums. Es betrifft, und das ist auch im Grunde genommen eine ganz spannende Sache, einen großen Teil der Ukraine, aber nicht den gesamten Teil, nicht die gesamte Ukraine. Also die östliche Ukraine gehört nicht zum jüdischen Ansiedlungsrayon, deswegen haben wir die jüdische Siedlung in der Ukraine in erster Linie in den westlichen Gebieten des Landes. Katharina die Große, wie sie in der russischen Tradition genannt wird,
pöbliert diese ukrainischen Gebiete in ähnlicher Weise wie Friedrich II. Das in Preußen tut. Das heißt, man siedelt Menschen an, denn Gebiete, die man erobert hat, und diese Gebiete werden erst in den 1770er, 1780er Jahren vom Osmanischen Reich erobert. Bis dahin sind sie das Khanat der Krim und sind im Grunde genommen Vasallen des osmanischen Sultans. Diese Gebiete werden entvölkert und werden neu besiedelt, und zwar mit christlichen Siedlern aus ganz Europa, unter anderem mit Deutschen, aber auch mit Juden. Und Juden siedelt Katharina vorzugsweise in einer Stadt an, die sie neu gegründet hat, 1794, Odessa. Odessa ist insofern eine spannende Stadt, als es eine gegenderte Stadt ist. Der Name bezieht sich eigentlich auf Odos, Weg, aber Katharina wollte, dass die Stadt nach ihr benannt ist und sie sich als Frau hier entsprechend präsentieren wollte, und deswegen ist die weibliche Form Odessa gebildet worden, und so heißt nun diese Stadt. In dieser Stadt werden Griechen und Juden angesiedelt von Katharina. Aus der Vermutung heraus, Griechen und Juden sind Händler, und Griechen und Juden werden damit im Handel in dieser Hafenstadt reüssieren. Was sie nicht einkalkuliert hat, ist, dass wenn man zwei Gruppierungen da anbringt, dass die ziemlich bald in Konkurrenz zueinander geraten. Und deswegen finden in Odessa die ersten Pogrome auf russischem Boden statt. Auf russischem Boden oder auf ukrainischem. Es ist die Ukraine, aber es ist im Grunde genommen zu dieser Zeit Teil des russländischen Imperiums. Und die Anlässe sind eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist, dass die ersten 60, 70 Jahre Griechen und Juden aufeinander losgehen. Also meistens die Griechen auf die Juden, nicht umgekehrt. 1821 wird der ökumenische Patriarch in Konstantinopel ermordet. Und aus anderen Gründen, es geht eigentlich um religiöse Auseinandersetzungen, die mit den Juden überhaupt nichts zu tun haben. Aber es wird im Grunde genommen verbreitet, dass die Juden das eigentlich getan hätten, weil die ja sowieso böse sind. Und dementsprechend gibt es den ersten Pogrom in Odessa im Jahre 1821. 1849 gibt es ein Pogrom, weil sich Juden bei der von Leichnamsprozession geweigert haben, ihre Kopfbedeckung abzunehmen, als die Eucharistie vorbeigetragen worden ist. Sie sehen, das sind im Grunde genommen letztendlich beliebige Gründe. Es geht im Grunde genommen darum, dass man gegeneinander operiert. 1859 gibt es den überall in Europa verbreiteten Ritualmordvorwurf. Und 1871 gibt es dann tatsächlich ein Pogrom aus rein ökonomischen Gründen, weil nämlich der Getreidehandel weitgehend dann inzwischen von Juden übernommen worden ist und die Griechen sich benachteiligt fühlen. 1881 ist die Sache dann wieder insofern anders. Es gibt zwar ein Pogrom in Odessa, der Pogrom in Odessa ist aber in diesem Kontext eigentlich der am wenigsten, wenn man so will, heftige, weil nämlich inzwischen die Juden Selbsthilfeorganisationen gebildet haben, sich bewaffnet haben und die sie Bekämpfenden, inzwischen nicht mehr die Griechen, sondern die Russen, eben halt eigentlich nicht reüssieren können dabei. Das Jahr 1881 ist ein sehr spannendes Jahr. Der Zar wird ermordet, er wird von Sozialisten, Populisten, je nachdem wie man sie nennen will, von der Narodnaya Volja ermordet. Und es verbreitet sich das Gerücht, dass die Juden den Zaren ermordet hätten. Und an allen diesen grünen Punkten, die Sie da sehen, gibt es Pogrome gegen Juden 1881, 1882. Spannenderweise hat inzwischen die Historiografie sich Gedanken darüber gemacht, warum, wie
in welchen Jahren eigentlich die Pogrome stattfinden. Eben halt auch hier haben wir ja einige Jahreszahlen angegeben. Und man hat festgestellt, dass die Pogrome eigentlich mit Missernten zusammenfallen, mit Crop Failures. Und das ist etwas, was insofern sehr spannend ist, weil die ursprüngliche These, wie die Pogrome eigentlich zustande gekommen sind, die Schuldigen im russischen Staat sieht. Der russische Staat hat Angst vor Revolutionären. Er weiß, dass die Bauern revolutionär sind und deswegen lenkt er die revolutionären Bauern auf die Juden, um sie von sich abzulenken. Daran, an diese These hat man ungefähr 100 Jahre lang geglaubt, ohne sie beweisen zu können. Und inzwischen ist man auf einer anderen Ebene. Man stellt nämlich fest, dass der russische Staat, der jeweils versucht hat, die Pogrome zu beenden, dies deswegen nicht getan hat oder nicht machen konnte, weil er einfach zu schlecht organisiert war. Das heißt, es wurden die entsprechenden Versuche unternommen, sie waren aber nicht erfolgreich. Und dass die Pogrome eigentlich nicht vom Staat ausgelöst worden sind, sondern tatsächlich bodenständige Akte der einheimischen Bevölkerung waren. Das ist peinlich. Das ist peinlich für Sozialisten, die nämlich das einfache Volk für gut halten und die oben für böse. Und nun stellt sich heraus, das einfache Volk ist nicht ganz so gut. Und das, wir haben also im Grunde genommen hier eine sehr spannende, deswegen habe ich gedacht, das ist spannend, eine sehr spannende Revision der bisherigen Überlegungen, Interpretationen dieser Pogrome, die nun, wie gesagt, anders aussehen. Als Ergebnis der Pogrome erlässt der russische Staat die Mai-Gesetze von 1882. Er verbietet Juden, sich außerhalb der Städte neu anzusiedeln. Er verbietet Juden, ihre Geschäfte an Sonntagen und christlichen Feiertagen zu unternehmen. Und er schafft eine allgemeine Beschränkung der Juden an Universitäten und Schulen, höheren Schulen, nämlich im Ansiedlungsrayon 10% der Beteiligten, außerhalb des Rayons nur 5% und in Moskau nur 3% der Universitätsstudenten und anderen dürfen Juden sein. Aus Moskau werden 1891 fast alle Juden ausgewiesen und von daher haben wir es am Ende des 19. Jahrhunderts in Russland und in der Ukraine, weil in der Ukraine leben eigentlich die meisten Juden, mit einer allgemeinen Verfolgung der Juden zu tun, denen eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als wenn sie irgendwo etwas lernen wollen, ins Ausland zu gehen. Also haben wir damit eine Motivation der Emigration und wir haben eine Motivation eines wie auch immer gearteten Eskapismus. Die erste Grundlage dieses Eskapismus ist ein Versuch von einer Gruppierung in Charkow, in der Ukraine, in der Ostukraine, einer Gruppierung von Studenten, weil andere dürfen ja in Charkow nicht leben, ist außerhalb des Ansiedlungsrayons, sich sozusagen, da sie für sich keine Chancen in Russland sehen, woanders eine Chance zu schaffen. Und diese Chance sehen sie, und das sind die ersten Siedler, die das dann sind, im Heiligen Land. Also im Land ihrer, ja, wenn man so will, Vorfahren. Obwohl das aus der Perspektive dieser Gruppierung,
die eigentlich sehr weltlich ist, die mit jüdischer Religion nicht furchtbar viel am Hut hat, relativ egal ist, wo sie hingehen würde. Sie braucht aber jemanden, der sie finanziert. Sie findet einen Finanzier im Baron Rothschild. Und Baron Rothschild lässt sie in Palästina im Osmanischen Reich ansiedeln, an einem Ort, der dann als der erste in Zion bezeichnet wird, Rishon LeZion. Rishon LeZion ist die Siedlung, die von den Bilu-Siedlern aus Charkow eingerichtet wird. Sie ist noch nicht zionistisch. Sie bezieht sich zwar auf Zion, aber sie gehen im Grunde genommen nach Rishon LeZion, ins Heilige Land, weil sie aus der Ukraine weg wollen, aus diesem Land, in dem sie verfolgt werden und keine Chancen haben. Und sie werden von Rothschild dann angewiesen oder eingewiesen, wie man Wein kultivieren kann. Und deswegen kommt bis zum heutigen Tag eben aus Rishon LeZion der Wein. Die zweite Gruppierung, die aus der Ukraine raus will, ist die Gruppierung, die sich Hovevet Zion nennt oder Hibat Zion manchmal, also Liebhaber Zions. Und geführt wird von Leo Pinsker. Leo Pinsker ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Er hat 1882, also im Anschluss an diese Mai-Gesetze, die ich eben angesprochen habe, eine Broschüre geschrieben, in der er sich selbst und seine Gruppierung, die Juden, letztendlich aufruft, sich aus dieser Unterdrückung im Russischen Reich zu lösen. Er tut dies in Odessa, er lebt in Odessa, also in der Ukraine, und nennt seine Schrift, die er aber nur in Lemberg, also in Österreich, publizieren kann. In Russland darf er das nicht. Autoemanzipation, also Selbstemanzipation. Und er ist eigentlich auch kein Zionist, weil es ihm ziemlich egal ist, wo man diese Autoemanzipation durchführt. Man könnte sie auch im Galut, in der Diaspora durchführen. Es gibt Pläne in Argentinien, entsprechend eine jüdische Siedlung aufzubauen. Aber im Endeffekt landet er dann eben auch im Palästina, im Osmanischen Reich, weil auch, und das gehört auch ein wenig dazu, das Osmanische Reich Interesse hat, dieses palästinensische Gebiet, das zu ihm gehört und das ziemlich aufrührerisch ist, mit Siedlern zu versehen, die sozusagen Erträge bringen. Leo Pinsker und die Bilu-Siedler gelten als Proto-Zionisten. Sie sind eigentlich keine Zionisten, sie sind im Grunde genommen nicht an Zion als solchem interessiert, sondern sie gehen eigentlich nach Palästina, wie gesagt, aus Gründen, die anders sind, weil sie eben halt sonst nichts anderes finden. In dem Augenblick, in dem wir dann aber am Ende des 19. Jahrhunderts sind, also nochmal ungefähr 10 Jahre weiter, 1895, 1896, sehen wir, dass es nun eine Richtung gibt, die wir als den regulären Zionismus bezeichnen können. Und dieser reguläre Zionismus, vertreten von einem ungarischen Juden, Theodor Herzl, der nebenbei noch wenige Jahre bevor er ein Buch geschrieben hat, das Judenstaat heißt, eigentlich zum Christentum übertreten wollte, weil er eine christliche Freundin hatte und eben halt, ich sage es mal ganz vorsichtig, am Anfang kein begeisterter Zionist gewesen ist, sondern eben halt jemand, der auch so seinen Platz in der Gesellschaft suchte und ihn dann in der christlichen Gesellschaft nicht finden konnte und dementsprechend etwas gesagt hat, was auch bei Pinsker
auftaucht, nämlich, dass man angesichts des Antisemitismus in der christlichen Welt auf jeden Fall aus dieser christlichen Welt heraus müsste, beziehungsweise man müsste ihr gleich werden. Und das ist etwas, was insofern problematisch ist, als die Juden sich bis dahin im Grunde genommen als etwas anderes, etwas Besonderes verstanden haben. Das auserwählte Volk eben nicht, wie die Christen, so organisiert und so gewaltsam. Und nun kommt jemand und was macht Herzl? Er erklärt, ähnlich wie Pinsker nebenbei, man müsse auch, wenn es eben christliche Nationalismen gibt, den jüdischen Nationalismus dagegen setzen. Also einen Judenstaat, der für die Juden da ist. Und er prägt eine Parole, die sehr problematisch ist, für ein Volk ohne Land, ein Land ohne Volk. Nun ist Palästina kein Land ohne Volk, da leben schon ein paar Leute. Und damit ist im Grunde genommen die Basis des Nahostkonflikts gelegt, weil das, wie gesagt, durchaus eine problematische Angelegenheit ist. Wichtig ist dabei, dass er im Grunde genommen die Juden genauso organisieren wollte, wie es die Christen waren. Also neben einem christlichen Nationalismus sollte ein jüdischer Nationalismus treten. Im Grunde genommen kein Unterschied. Das heißt, nicht gegen Nationalismus an sich, sondern gegen diesen christlichen Nationalismus ankämpfende Ausrichtung. Der Antisemitismus ist damit, und deswegen habe ich so lange davor eigentlich davon geredet, der Antisemitismus ist im Grunde genommen der Auslöser des Judentums. Und es ist nicht eine, in Anführungszeichen, genuin jüdische Bewegung, die aus sich heraus etwas bilden will, sondern die als Reaktion auf die Bekämpfung der Juden entsteht. Der Untertitel von Herzls Buch lautet dann auch Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Lösung der Judenfrage bedeutet, dass man annimmt, es gibt eine Judenfrage, sonst müsste man sie nämlich nicht lösen. Es gibt aber eigentlich keine Judenfrage, sondern es gibt eigentlich eher eine Christenfrage oder eine Nationalistenfrage. Wie immer das, man das sehen will. Aber diese Richtung hat insofern Erfolg, als sie Anhänger findet und Anhänger vor allen Dingen in den Gebieten, in denen Pogrome stattgefunden haben. Und das sind die Ukraine, das ist Polen, das sind die Gebiete des Russischen Reiches. Und von daher ist eben dieser Zionismus etwas, was zum Beispiel im deutschen Gebiet, in dem zu derselben Zeit eigentlich die Haskalah, die Aufklärung, das liberale Judentum in den Vordergrund rückt, nicht in gleicher Weise vertreten. Es gibt als dann eine große zionistische Auswanderung nach Palästina beginnt. Das ist primär nach dem Ersten Weltkrieg der Fall, auch aus Flucht vor den neuerlichen Pogromen im Rahmen des ukrainischen oder russischen Bürgerkriegs. Eben dieser schöne Spruch in Palästina damals noch, in den 30er Jahren, kommst du aus Zionismus oder kommst du aus Deutschland? Weil eben halt die Deutschen nicht unbedingt auf diesen Zionismus eingehen, sondern eben halt entsprechend hier etwas anderes wollen. 1897 gibt es den ersten organisierten Zionismus, das heißt also, eine zionistische Organisation bildet sich auf dem Kongress in Basel, die sich aber auch gleich in verschiedene Richtungen aufspaltet. Ich habe hier nur die wesentlichen genannt,
Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, auf welche Art und Weise sie mit der Ukraine und mit anderen Gebieten in Verbindung stehen. Alle diese Richtungen, mit Ausnahme der allgemeinen Zionisten, die als Letzte da stehen, wenden sich eigentlich gegen eine Vereinheitlichung der Juden, gegen eine Vereinheitlichung dessen, was auf dem Zionistenkongress in Basel 1897 beschlossen wird. Die erste Gruppierung, bei der man eben halt sieht, dass das etwas ist, was eben nicht allgemein ist, ist die Gruppierung der sogenannten Kulturzionisten, deren Namen Sie sicherlich gehört haben, Martin Buber, Achat Ha'am, Chaim Weizmann, das sind im Grunde genommen Menschen, die eben halt, ja, ich sag mal, Intellektuelle sind, um es mal auf die Art und Weise zu identifizieren. Und sie sind eigentlich nicht daran interessiert, sozusagen einen jüdischen Nationalismus aufzubauen, einen staatlichen Nationalismus, sondern sie wollen im Grunde genommen nur kulturellen Widerstand gegen die Verfolgung leisten. Kulturellen Widerstand, ohne einen eigenen Staat zu bilden, das bedeutet letztendlich eigentlich eine Negierung des eigentlichen Zionismus, wie wir ihn bei Herzl im Judenstaat finden, der ausdrücklich eben halt eine staatliche Organisation bilden wollte. 1902 bildet sich eine Gruppierung, Herzl hat nirgendwo eigentlich die jüdische Religion in seinen Thesen, bildet sich eine religiös-zionistische Gruppe, Mizrachi, die die säkular-nationale Erziehung, die die Zionisten eigentlich anstreben, ablehnt und in einem jüdischen Staat nur eine religiöse Erziehung dulden möchte. Und es bildet sich 1907 eine sozialistische Gruppe, Koalition, die sich dann wieder selber aufspaltet in eine rechte Koalition, eine linke Koalition. Und das geht dann eigentlich immer weiter. Zum Teil gehen sie in der kommunistischen Partei auf, zum Teil gehen sie nicht in der kommunistischen Partei auf. Sie ist marxistisch, sie ist für ein Proletariat, sie nimmt läuft eine Reihe von Spaltungen durch und deswegen habe ich sie direkt zu Mizrachi gesetzt. Sie ist areligiös oder antireligiös. Sie will eigentlich wie Sozialisten auch im christlichen Kontext eben eigentlich mit Klerikalismus und Ähnlichem überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, in dem Augenblick, in dem wir jetzt also von Zionismus reden, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wissen wir eigentlich noch gar nicht, welche Anschauung die Menschen, um die es da geht, jeweils eigentlich haben, weil sie im Grunde genommen das gesamte Spektrum, das es auch im christlichen Kontext in Europa gibt, repräsentieren. Etwas später, im und nach dem Ersten Weltkrieg, entsteht eine weitere Gruppierung, die insofern sehr wichtig ist, weil aus ihr die Parteien entstanden sind, die heute in Israel an der Regierung sind. Und das ist der sogenannte revisionistische Zionismus, auch von jemandem gegründet, der seine Wurzeln in Odessa, also in der Ukraine, hat, Wladimir Jabotinsky. Er sieht sich eigentlich, obwohl er zunächst mit Herzl zusammengearbeitet hat, als den eigentlichen Nachfolger Herzls und ist der Meinung, dass alle die anderen, die ich eben genannt habe, eigentlich Verräter an der zionistischen Idee seien. Er organisiert 1914 im Ersten Weltkrieg im Rahmen der britischen Armee eine jüdische Legion. Er will also das Judentum militarisieren. Er gründet nach dem Ersten Weltkrieg die Jugendorganisation Betar und bricht endgültig mit den anderen Zionisten. Und 1925 schafft er eine eigene Partei, die Brit HaZionim HaRevisionistim, also der Bund der zionistischen Revisionisten,
Und aus diesem Bund der zionistischen Revisionisten sind dann die Parteien Herut und Likud hervorgegangen, die, wie gesagt, dann eben heute die Führung eigentlich in Israel sehr weitgehend dominieren. Wir haben also auch hier, ich hatte eben gesagt, das komplette Spektrum, und das komplette Spektrum erfasst in dem Falle auch eine Gruppierung mit Jabotinskis Revisionisten, die mit der gleichzeitig Anfang der 20er Jahre entstandenen rechten, rechtsradikalen Gruppierung in Europa korrespondiert. Man hat manchmal den Eindruck, und das ist eine Folge der Shoah, das ist eine Folge der Gründung Israels, dass Zionismus und Judentum das Gleiche sind. Und es ist eben sehr häufig passiert und passiert, wogegen wir uns eigentlich als Historiker immer wenden, dass man das Wort allein Antizionisten als antisemitisch hinstellt. Während es tatsächlich etwas differenzierter ist und weitaus komplizierter ist. Denn es gibt nämlich durchaus auch wieder in demselben Bereich entstandene jüdische Strömungen, die durchaus antizionistisch sind, ohne antisemitisch zu sein. Das heißt, sie haben ein anderes Programm für das Judentum, das eben nicht in einem eigenen Staat in Palästina notwendigerweise landen muss, wie es Herzl im Grunde genommen angenommen hat. Und ich habe einige hier genannt. Dazu gehören die ultraorthodoxen Gruppierungen, die wir etwa in Jerusalem, in Mea Shearim finden und in manchen hasidischen und manchen mitnaktischen Gruppierungen, die insofern antizionistisch oder so gewaltsam antizionistisch sind, dass sie den Staat Israel als solchen ablehnen, weil sie der Meinung sind, ein jüdischer Staat könne erst von Messias gegründet werden und der sei noch nicht gekommen. Und deswegen ist die Gründung eines jüdischen Staates durch Menschen, die nicht der Messias sind, blasphemisch. Also gotteslästerlich. Das sind diejenigen, die unter anderem seinerzeit Ahmadinejad, den Ministerpräsidenten des Iran, besucht haben und sich mit ihm verbündet haben, weil er auch gegen Israel ist. Sie sind auch gegen Israel. Es ist also ganz spannend, wie weit eigentlich die Radikalisierung in diesem Kontext gehen kann. Die nicht organisierten traditionellen Orthodoxen sind ebenfalls im Grunde genommen keine Anhänger der israelischen Staatlichkeit. Sie haben sich aber mit ihr abgefunden. Das heißt, sie sind in gewisser Weise gleichgültig gegenüber der Bildung eines israelischen Staates, weil sie auch eigentlich der Meinung sind, ein Judenstaat könne eigentlich erst vom Messias gegründet werden und bis dahin müsse man sich auch um die anderen Staaten, auch um die christlichen Staaten, eigentlich gar nicht kümmern. Sie sind insofern auch keine Gegner der christlichen Staaten, weil sie sagen, wir leben hier, wir zahlen unsere Steuern, aber wir machen im Grunde genommen nicht mit. Das ist eine Haltung, die vergleichbar ist mit derjenigen der Zeugen Jehovas, die sich ebenfalls auch aus diesem staatlichen Kontext heraus ziehen, wobei wieder eine Gruppe, die Agudat Orthodoxim 1916, sich als Partei gründet und zwar eigentlich antistaatlich ist, aber durchaus mit dem israelischen Staat
zusammenarbeitet und ihre Forderungen entsprechend erhebt, unter anderem für die Förderung der religiösen Erziehung. Die weiteren Gruppierungen, die ich hier genannt habe, sind keine frommen Gruppierungen, sondern sind im Grunde genommen weltliche Gruppierungen, wie die Jüdische Volkspartei. Einer ihrer Gründer ist Simon Dubnow, den man normalerweise eben kennt, ein jüdischer Historiker, auch aus Odessa, also auch aus der Ukraine, und der im Grunde genommen gegen Zionismus ausgerichtet war, auch kein Sozialist war in dem Sinne, sondern für eine jüdische Gleichberechtigung in Europa, im Galut, in der Diaspora, agitierte, wenn man so will, politisch agitierte. Diese Jüdische Volkspartei lehnt auch das Hebräische ab, sondern ist eben halt eine jiddischistische Partei, in ähnlicher Weise wie die nächste Gruppierung, die da steht, der Allgemeine Jiddische Arbeiterbund in Litte, Polen und Russland, die Kurzform Bund, normalerweise als Bund bezeichnet, der eine sozialistische Partei ist, im Grunde genommen gemeinsam mit der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegründet worden ist und als solche eben auf der einen Seite für die Gleichberechtigung der Juden kämpft, aber für die Gleichberechtigung der Juden in einem künftigen sozialistischen Staat. Und dieser künftige sozialistische Staat sollte nicht hebräisch sein, sollte nicht in Zion liegen, sondern in der europäischen Welt und so lange mit der jiddischen Sprache umgehen, bis in einer klassenlosen Gesellschaft die Verschmelzung aller Nationen stattfinden soll. Das heißt, wir haben hier eine klassische, durchaus als kommunistische, marxistische Partei zu bezeichnende Gruppierung, die ziemlich aktiv war und also auch besser aktiv, muss man deutlich sagen, als die nicht-jüdische kommunistische Partei, weil sie sich eben durchaus pragmatisch für die Juden eingesetzt hat und tatsächlich für die Juden eingesetzt hat und nicht nur ihre Politik betrieben hat, was man an diesem zweiten Namen sieht, den ich hier angegeben habe, Marek Edelman, war der Führer des Ghettoaufstands in Warschau 1943. Und es ist sehr lustig zu sehen, wie die Zionisten versuchen, diesen Aufstand für sich in Anspruch zu nehmen, während im Grunde genommen eigentlich der Bund derjenige war, mit Marek Edelman derjenige war, der hier tatsächlich diesen Aufstand ausgelöst hat. Darf ich erinnern, dass wir ein bisschen Zeit für Diskussion brauchen? Ja, ich bin im Grunde genommen fast zu Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Gründung Israels, ist der Bund im Grunde genommen total desavouiert worden. Egal, das kommunistisch, das war aus der israelischen Perspektive, obwohl die Sowjetunion der erste Staat war, der Israel anerkannt hat, eben halt ein No-Go, auch wegen der antisemitischen Maßnahmen unter Stalin dann nach Herbst 1948. Und er war im Grunde genommen etwas, was tatsächlich nicht mehr akzeptabel war, wie überhaupt alle nicht-zionistischen Gruppen im Grunde genommen heute desavouiert sind und sozusagen die zionistische Perspektive die einzige ist, die als erfolgreich bezeichnet wird, was man tunlichst in Frage stellen kann. Was ich jetzt nicht angesprochen habe, ist, dass sich Assimilationisten, Assimilierte, Akkulturierte in nahezu allen Parteien, die es gibt, finden.
Und das ist etwas, was ebenfalls übersehen wird, in dem Augenblick, in dem man sozusagen Judentum mit Zionismus gleichsetzt und auf diese Weise eben halt die Richtung verschiebt. Als nach dem Ersten Weltkrieg die Ukraine sowjetisch wurde, der größte Teil der Ukraine sowjetisch wurde, hat in den 20er Jahren die Sowjetunion versucht, für die jeweilige Nationalitäten, und die Juden galten als Nationalität, eigene Verwaltungseinheiten zu schaffen. Die gab es für Deutsche, für Polen, für Bulgaren, für Serben, für Griechen und für Juden. Und das, was Sie hier sehen, ist in der Ukraine die Bildung von jüdischen Kolonien, von jüdischen Dorfsowjets, von jüdischen Rayons, also Kreisen. Und Sie sehen, dass versucht wurde, Juden zu, wie es damals hieß, produktivieren, was im Grunde die Übernahme eines antisemitischen Stereotyps ist, nämlich die Vorstellung, dass Juden, die eben halt als Händler arbeiten, nicht produktiv arbeiten und stattdessen eben halt auf dem Land arbeiten sollen, also eine physiokratische Perspektive, die sehr obsolet ist, aber natürlich auch der Kibbutzbewegung zugrunde liegt. Das heißt, man hat im Grunde genommen das, was in Palästina in der Kibbutzbewegung versucht wurde, in der Sowjetukraine ebenfalls durchgeführt. Bei mir ist von Antti Kuchenbecker eine Dissertation darüber geschrieben worden, auch über Birobidzhan, auch die Schaffung eines künstlichen jüdischen Gebiets in Osteuropa, mit dem schönen Titel Zionismus ohne Zion. Also im Grunde genommen diese Produktivierung eben halt nicht im palästinensischen Heiligen Land, sondern vor Ort, aber mit den gleichen Elementen. Und das hat natürlich nicht lange gehalten, denn 1930 gab es dann ein Ende aller dieser nationalen Gründungen in der Ukraine. Es gab eine allgemeine Russifizierung, es gab, das ist eben angesprochen worden, den künstlichen Hunger in der Ukraine, bei dem sehr viele auch aus diesen jüdischen Dörfern umgekommen sind. Und es gibt dementsprechend eben halt eigentlich ein Ende dieser jüdischen Eigenständigkeit, die es auch auf der Krim gegeben hat. Die weitere Geschichte brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Die Ermordung der ukrainischen Juden durch die Deutschen, durch die Einsatzgruppen Babi Yar, die Auseinandersetzung um das Denkmal von Babi Yar, die Umwandlung von Synagogen, hier die berühmte Brodsky-Synagoge in Kiew, in ein Puppentheater, naja, wenigstens kein Schwimmbad, aber an anderen Orten, und dann wieder die Rückkehr und Verwendung als Synagoge. Die Zahl der Juden in der Ukraine, höchste Zahl 1941, 2,7 Millionen, heute um die 60.000, also im Grunde genommen ein Ende eigentlich eines wie auch immer gearteten selbstständigen Judentums zum größten Teil durch Immigration, sei es nach Israel, sei es nach Deutschland, sei es nach Amerika, sei es in alle möglichen anderen Gebiete. Vielen Dank. Und wegen der Aufnahme. Ganz herzlichen Dank, Herr Wojciechowski. Der Vortrag in der ganzen Fülle und der Ausführlichkeit hat ja gezeigt, was wir alles nicht wissen. Also die ganze Vorgeschichte, die man braucht, um das verstehen zu können. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Das mit Sicherheit das eine oder andere. Ich gebe das Mikro weiter. Alles für die Aufnahme. Bitte schön. Bitte geht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, dass diese Ansiedlungsrayons für die Juden eine Ähnlichkeit zu den Kibbutzim in Israel haben sollen. Also das halte ich ja für sehr weit hergeholt, denn das eine war aufoktroyiert und das andere war absolut freiwillig. Also das kann man nur vor Ort nicht vergleichen.
Das ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich oktroyiert gewesen ist oder ob es sozusagen die Möglichkeit ist. Es ist ja keineswegs so, dass die Masse der Juden in diesen Rayons lebte, sondern man hat im Grunde genommen versucht, Juden, die sich dafür bereit erklärten, solche Rayons zu schaffen. Und zu diesem Zweck mussten, und das hat durchaus grünes Blut geschaffen, dafür mussten zum Teil nicht-jüdische Bauern aus diesem Gebiet ausgesiedelt werden. Und das ist im Grunde genommen eine Geschichte für sich genommen, weil es wieder mal zu antisemitischen Maßnahmen in der Ukraine geführt hat und man diese antisemitischen Maßnahmen automatisch mit der Position von Chmelnytskyj über die Heidamaken, über die Pogrome und so weiter identifiziert hat. Wobei man sich fragen muss, ob das richtig war oder nicht. Und es gibt ein gewisses Verständnis für Bauern, die man eben, denen man das Land genommen hat. Wobei ganz wichtig ist dabei, dass die kommunistische Führung unter Lenin im Grunde genommen an die Macht gekommen ist, mit dem Versprechen, dem Bauern Land zu geben. Und das war zwar keine kommunistische Planung, sondern es war eigentlich ein Plan der Sozialrevolutionäre, den die Kommunisten gekidnappt haben, um ihn für sich zu verwenden. Aber es war etwas, womit die Bauern eigentlich gerechnet haben und sie wussten, als das geschaffen wurde, noch nicht, dass sie 5 Jahre später zwangskollektiviert würden. Also insofern, und das war, ja, es gab eben halt Streitigkeiten darum, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man kann schon ohne weiteres eine Ähnlichkeit insofern annehmen, als ja diejenigen, die die ersten Kibbuzim in Palästina gebildet haben, durchaus aus der sozialistischen Bewegung kamen. Das heißt also durchaus nicht so etwas ablehnten. Andere Fragen? Till. Ja, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich habe ein besonderes Interesse für frühzionistische Ideengeschichte und Sie haben ja Liupinska genannt und meine Frage an Sie ist, ob es noch weitere relevante oder auch einfach interessante Schriften gibt, die die Idee des Zionismus aus der Ukraine heraus verbreitet haben, weil andere Protozionisten wie Zvi Hirsch Kalischa oder Yehuda Alkalai kommen ja nicht aus der Ecke. Nee. Und später dann Jabotinsky aus Odessa wieder, aber gibt es im 19. Jahrhundert noch andere interessante DenkerInnen, die Pamphlete geschrieben haben, ähnliches wie Pinsker gemacht haben und so weiter? Eigentlich nicht. Und zwar deswegen, weil es, und Pinsker hat es ja auch nicht gemacht, weil man in der Ukraine das nicht, also in der russländischen Ukraine, das nicht publizieren konnte. Weil man konnte es eigentlich nur in der österreichischen Ukraine tun. Und das hat Pinsker gemacht und hat sich damit aber eigentlich auch durchaus in einem Gegensatz zu der Situation der Juden in der österreichischen Ukraine befunden. Er hat also nicht die Anhänger von dort gekriegt, sondern als Anhänger hatte er eigentlich nur russische Juden oder ukrainische Juden aus der russländischen Ukraine gekriegt. Weil in Österreich bestand das Bedürfnis nicht in gleicher Weise, in ähnlicher Weise, wie dies in Deutschland etwa der Fall gewesen ist. Da gab es zwar auch eine Antisemitenpartei und so weiter und so fort, aber es gab eben halt das Versprechen der bürgerlichen Gleichstellung. Und damit war im Grunde genommen das, was eigentlich Thema der Zionisten gewesen ist, zwar noch nicht erfüllt, aber jedenfalls irgendwo am Horizont. Und wie gesagt, und in der russländischen Ukraine konnte man eben halt schwer publizieren. Es gibt Publikationen auch von den warte mal hier. Also auch von Mizrahi gibt es eben halt religiöse Schriften. Das ging noch einfacher, weil man die Hebräisch schreiben konnte. Haben die Zensuren nicht so richtig mitgekriegt.
Und es gibt natürlich koalitionistische Schriften, aber es... Das ist dann wesentlich später. Wesentlich später, also nicht in der... Koalition ist ja schon nach der Revolution von 1905, wo man eigentlich in der kurzen Phase bis 1907, 8 eigentlich mehr oder weniger ohne Zensur schreiben kann. Aber im 19. Jahrhundert ist das eben nicht der Fall. Da gibt es eigentlich nur religiöse Sachen und so Sachen, die so halbwegs verdeckt etwas. Vielleicht daran anschließend noch eine Frage. Moses Hess war ja wesentlich früher, 1862. Können Sie was sagen zur Rezeption der Schriften von Moses Hess in der Ukraine, wenn es irgendwie möglich war? Ja. Weil mitunter hat ja die Elite auch Deutsch lesen und schreiben können. Wenn Sie sich das anschauen, die ukrainischen Repräsentanten der Haskala, die sind nach dem 18. Jahrhundert in erster Linie und sie sind nicht in der russischen Ukraine, weil man in der russischen Ukraine im Grunde genommen kaum erwarten kann, dass so etwas eintritt, oder bei der österreichischen Ukraine. Und deswegen die Orte, wo die tätig sind, Kremenets, Lemberg, Podolien, das ist im Grunde genommen Galizien. Das heißt also, in Österreich gibt es diese Rezeption der Haskala. Sie geht aber nicht über die Grenze. Sie geht nicht über die russische Grenze, ist aber ukrainisch. Deswegen steht sie in der ukrainischen Tradition, weil die Galizien aus Galizien ja ebenfalls heute Ukraine ist und dementsprechend kann man das als Ukraine bezeichnen. Die Vertreter hätten wahrscheinlich nie von sich gesagt, dass sie in der Ukraine tätig sind, sondern sie hätten gesagt, dass sie in Galizien tätig sind, im Kronland, in Österreich. Können Sie noch etwas sagen dazu, ob es denn in der Ukraine heute noch irgendwie Reste oder Wiederaufflammen des Chassidismus gibt? Oder gibt es nur die Touristen aus Israel, die einmal im Jahr oder ich weiß gar nicht, alle 2 Jahre dorthin fahren, in sehr, sehr großer Zahl übrigens, um einen der Gründer dieser Bewegung zu ehren und seine Geburtsstätte. Also, aber gibt es noch etwas Originäres in der Ukraine? Nein. Diejenigen, also es gibt im Grunde genommen das, was Sie ansprechen, ist Umani, sind die jährlichen Wallfahrten zum Grab von Rabbi Nachman. Ja. Und der eben halt als Wunderrabbi gilt und im Grunde genommen im Hasidismus als ein derartiger, charismatischer Führer angesehen wird. Dann gibt es eben halt bis zum heutigen Tag, wenn Sie wollen, diese Vorstellungen, dass man dem Paradies näher sei, wenn man neben Rabbi Nachman begraben wird und so. Nicht? Also da merken Sie, dass das sind im Grunde genommen Nachklappe des Rassidismus, die aber zum größten Teil aus Amerika kommen. Also diejenigen, die das entsprechend würdigen, die da hinfahren, und das sind Riesenwallfahrten, in der Tat, sind eben halt nicht mehr heute in der Ukraine, weil sie im Grunde genommen sehen müssen, dass in der Ukraine, in der russländischen Ukraine praktisch niemand mehr lebt, der vor dem Zweiten Weltkrieg dort gelebt hat, weil die von den Deutschen ausgerottet worden sind. Überlebensmöglichkeiten gab es in der rumänischen Ukraine, also in dem Teil, der zu Transnistrien gekommen ist, also in Podolien. Und überleben konnten diejenigen, die rechtzeitig aus der Ukraine evakuiert worden sind. Und die sind nicht evakuiert worden, weil sie Juden waren, sondern weil sie auf irgendeine Art und Weise in irgendwelchen Positionen nützlich waren, mit Werken und so weiter. Beziehungsweise sie sind in die Rote Armee eingezogen worden. Das sind die Überlebensmöglichkeiten. Und das sind keine Überlebensmöglichkeiten, die Hasiden gestatten, sozusagen ihre koschere Lebensweise weiterzuführen. Das heißt, wir haben bis zu einem gewissen Grad eine
Ich kann die jetzt nicht quantifizieren. Eine Rückwanderung aus Amerika, also von denjenigen, die nach dem Ersten Weltkrieg schon irgendwann rausgegangen sind oder in den 30er Jahren, wobei die normalerweise sich nicht in der Ukraine ansiedeln, sondern mit ihrer amerikanischen Staatsangehörigkeit da Wohnungen oder Häuser nehmen und sowas und sich nicht zu weit eigentlich da binden wollen. Also von daher kann man eigentlich sagen, eher nein. Vielen Dank. Frau Beermann. Danke. Ich hätte auch noch eine Frage, ein bisschen eine Gretchenfrage. Können Sie was dazu sagen, inwieweit die Tradition antisemitischer Volkshelden, also von Chmelnytskyj bis zu Bandera, in der heutigen Ukraine oder jetzt vielleicht in der Ukraine von vor Februar 2022 aufgearbeitet, rezipiert wird? Also ich glaube, wir haben viel davon gehört, dass zumindest was Bandera angeht, doch auch ein bisschen was in Frage gestellt wird, beziehungsweise seine Rolle ist ja auch nicht so ganz eindeutig, wenn ich das richtig weiß. Aber Chmelnytskyj, also nachdem ist immerhin noch eine Stadt benannt und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass jemand vorhat, das zu ändern, obwohl er die Hälfte der ukrainischen Judenheit umgebracht hat. Ja, das ist so. Wobei, ich glaube, das beste Beispiel ist Emil Nolde aus der deutschen Perspektive, wo man auch immer gedacht hat, naja, das ist eigentlich ein guter Mensch. Und dann hat man vergessen, dass er eben halt zumindest mit der Hälfte durchaus pro-nationalsozialistisch war. Das ist das, was man in der Ukraine auch macht. Man hat nicht so viele Helden und deswegen pflegt man sie. Und deswegen reinigt man sie auch. Und bei Bandera ist es sehr spannend, weil Bandera in der Tat für die Ermordung der Juden ab Juni 1941 nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der war nicht da. Der war in Deutschland. Die Deutschen haben ihn nicht in die Ukraine gelassen. Und die Deutschen haben ihn dann, nachdem sein Adlatus, Jaroslav Stetsko, in Lemberg einen ukrainischen Staat ausgerufen hat, sich 2-3 Wochen überlegt, was sie eigentlich da machen wollen, haben Bandera vorgeladen und ihm erklärt, er sollte sich davon distanzieren, hat er nicht gemacht und daraufhin kam er nach Sachsenhausen. So, aus der Perspektive jetzt der ukrainischen Nationalisten ist er damit ein Verfolgter des Naziregimes und nicht etwa ein Kollaborateur. Tatsächlich hat er vorher aber heftig mitgearbeitet an den Regeln der Organisation ukrainischer Nationalisten. Die lief auf eine Isolierung, nicht auf eine Ermordung, aber auf eine Isolierung der Juden hinaus. So, was fangen Sie jetzt damit an? Eigentlich müssen Sie es diskutieren, das ist aber für Ukraine viel zu kompliziert. Und man sagt, naja, da hat er keine Juden ermordet, also er ist im Grunde genommen einer der Guten. Und damit haben Sie für die Rechte, für die ukrainische Rechte im Grunde genommen die Rechtfertigung, warum an jedem 1. Januar in Lemberg ein Marsch zu Ehren von Bandera stattfindet. Das ist sein Geburtstag. Also das Gleiche gilt für Chmelnytskyj. Chmelnytskyj ist derjenige, der den Nationalaufstand gemacht hat. Es gibt eine Broschüre von Herrn Michnowski aus dem Jahre 1904 oder 5. Samostina Ukraina, selbstständige Ukraine, in der erklärt wird, na, wir sind doch nicht in Kiew. Kann man aber wieder anmachen. Wir können Zeichen dafür rausnehmen. Das scheint ein Zeichen gewesen zu sein. Ja. Ja, erst habt ihr die Heizungmotte gedreht und jetzt das Licht ausgemacht. Also in dieser Broschüre Samostina Ukraina steht, dass Chmelnytskyj nicht etwa die Ukraine dem russischen Zaren untergeordnet hat, sondern er hat als Gleicher mit Gleichen mit dem russischen Zaren verhandelt. Und das bedeutet, dass damit die Ukraine von Russland völkerrechtlich als unabhängiger Staat anerkannt worden sei. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir haben eigentlich nur Fälschungen. Deswegen
weiß kein Arzt, was da wirklich passiert ist. Wahrscheinlich hat er sich, es kann durchaus sein, dass beide es irgendwie unterschiedlich aufgefasst haben. Aber aus dieser Perspektive gilt im Grunde genommen Chmelnytskyj als nicht nur Aufstandsführer, sondern auch einer der Begründer des ukrainischen Staates. Also man sucht sich eigentlich immer eine passende Vergangenheit, mit der man seine Tradition organisieren kann, so wie Eric Hobsbawm Invention of Tradition eben halt begründet hat. Es ist zu befürchten, dass solange der Krieg Russlands gegen die Ukraine anhält, das nicht beendet ist mit einem Erfolg, dass diese Diskussion auch wenig an Fahrt aufnehmen kann. Aber irgendwann wird es ja kommen und wir hoffen so bald als möglich. Ich habe das so verstanden, dass wir wirklich die Zeichen der Zeit jetzt verstehen müssen. Das mit der Kälte, das finde ich noch okay. Das ist ja gegen und wegen Putin. Also das ist in Ordnung. Mit dem Licht fand ich nicht in Ordnung. Aber wir verstehen das. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, wir sagen Herrn Goltschewski ganz herzlichen Dank für den umfangreichen, kenntnisreichen Vortrag. Sie haben mal wieder eine Tür aufgemacht für uns. Noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Aber es hat uns sehr geholfen und ganz herzlichen Dank. Wir kommen vielleicht noch mal auf Sie zurück, wenn wir genauere Fragen haben. Genau. Weil man muss ja ein bisschen was wissen, bevor man genauer fragen kann. Ja. Also ganz herzlichen Dank und an Sie alle, dass Sie hier sind.